In jeder Krise, in jeder Pandemie steht Gott für das Leben und schafft immer wieder einen neuen Anfang. An diese Anfänge erinnert uns Weihnachten mit der Geburt Jesu jedes Jahr aufs Neue. Ich wünsche Ihnen hoffnungsfrohe und gesegnete Tage im neuen Jahr. Ich wünsche Ihnen und euch ein lebendiges und kräftiges, ein liebevolles und zartes, ein mutiges und widerständiges neues Jahr. 5781. In diesem Jahr befinden wir uns gerade, laut der jüdischen Zeitrechnung. 1441 ist es laut dem islamischen Kalender. Ich wünsche uns allen ein gutes gemeinsames neues Jahr. Weihnachten 2020. Ihnen allen ein herzlicher Friedensgruß und alle guten Wünsche für das neue Jahr. Ihr Uwe Trittmann. Ich wünsche uns und Ihnen ein unaufgeregtes und unaufregendes neues Jahr 2021, in dem wir aufeinander zugehen, einander zuhören und einander neu kennenlernen mögen. Mein Eindruck am Ende dieses Jahres ist, dass wir schwächelt ein wenig bei uns. Deswegen ist mein Wunsch für 2021, lassen Sie uns darüber reden, denn das ist unsere Stärke. So sehr ich mir auch kein komplettes Zurück hinter der neuen digitalen Normalität wünsche, so wünsche ich Ihnen und uns allen für das neue Jahr auch wieder mehr von den nicht digitalen Begegnungen und Kontakten, nach denen wir uns sehnen. Ich wünsche uns, dass wir uns umsehen, in uns hineinsehen, dass wir das Licht nicht selbst verdunkeln. Das Licht, das erleuchtet und alles erhält, was der Hoffnung dient. Fürs neue Jahr wünsche ich Ihnen Gottes Segen und allüberall grenzenlos schöne Begegnungen. Ich wünsche uns die Kraft, unsere Ängste fortzujagen und die Angst vor den Ängsten. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit, ein Weihnachtsfest voller Licht und Zuversicht und uns allen ein Jahr 2021, das wir als Gesellschaft gemeinsam und solidarisch gestalten.